Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei uns im Studio von Hyperraum TV. Seit Jahrzehnten ist die Wissenschaft auf der Suche nach der dunklen Energie. Bisher allerdings ohne Erfolg. Dass es sie geben muss, das verlangt die allgemeine Relativitätstheorie. Ohne die Energie im Verborgenen könnte das Universum nicht so sein, wie wir es heute beobachten. Jedenfalls dann nicht, wenn Einstein recht hat. Jetzt kommt einer, der die Perspektive wechselt, der zuvor das extreme Universum aber in seinen kleinsten Teilchen genau ergründet hat. Diesen großen quantenelektrodynamischen Erfahrungsschatz bringt Walter Greiner in die Astrophysik ein und sagt schlicht, Albert Einstein hat zwar grundsätzlich recht, aber nicht in jedem Detail. Dafür hat er Einstein komplett neu gerechnet, sogenannt Pseudokomplex. Nur sehr wenige verstehen, wie das geht. Aber mit dieser Umformung gelang es dem theoretischen Physiker, ein schon Einstein bekanntes Manko der Gravitationslehre zu beseitigen. Mehr noch, Greiner meint sogar, dass mit seinem mathematischen Trick der mysteriösen dunklen Energie jegliche Existenzgrundlage entzogen ist und der Big Bang gar kein richtiger Urknall war. Arbeitet eine Heerschar von Astrophysikern aus aller Welt auf einer völlig falschen Spur? Aber der Reihe nach. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Keine leichte Kost. Sie zeigt uns das Universum mit gewaltigen, sich relativ zueinander bewegenden Massen. Deren Gravitationsfelder spannen ein sich veränderndes Netz dynamischer Feldlinien auf. Je mehr Masse im Spiel ist, desto stärker krümmen sie sich.